Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid gut hier angekommen. Ansonsten hoffe ich über den Livestream, du hast gut in deinen Freitag gestartet. Ich möchte heute über das Thema Liebe sprechen, Liebe aus einer etwas anderen Dimension. Wir befassen uns schon das ganze Jahr damit. Aber zuerst möchte ich einen ganz untypischen Gedankensprung machen. Ich nehme euch schnell mit in mein Klassenzimmer. Letzte Woche, wir haben in der 10. Klasse die Kernfusion besprochen in der Physik. Die Kernfusion ist die Idee, dass ja unsere gesamte Welt aus ganz kleinen Teilchen besteht, aus kleinen Bauelementen, die nennen wir die Atome. Und in jedem Atom steckt so ein Kern drin. Und jetzt gibt es in der Physik verschiedenste Sorte von Bindungen. Also die Chemie studiert Bindungen jeder Sorte zwischen Atomen, die Physik auch. Und zwar ganz besonders die Kernbindung. Die schaut sich die Physik an, also die geht der Sache auf den Kern sozusagen. Und da haben wir uns das angeguckt, was passiert eigentlich, wenn ich so zwei Kerne verbinde. So, erstens, zwei so Kerne verbinden sich niemals freiwillig. Die Teilchen da drin verstehen sich nicht gut, die würden niemals freiwillig eine Bindung eingehen. Aber das Coole ist, wenn man den Druck entsprechend hoch macht und die Temperatur entsprechend hoch macht, dann gehen sie eben doch eine Bindung ein und danach sind sie gebunden und sie sind so stark gebunden, dass sogar der Name selber in sich das betont und sagt, das ist die starke Kernkraft. Und das nennt man die Kernfusion. Man fusioniert zwei Kerne. Man ist deswegen sehr daran interessiert, weil A, die Kerne sind in der Regel super stabil gebunden. Das bringt echte Stabilität, das bringt eine starke Zwischenkraft, einen starken Zusammenhalt. Und für uns noch viel interessanter ist, dass das enorm viel Energie freisetzt. Sehr, sehr viel Energie. Für dich kurz zum Vorstellen, wenn man es schaffen würde, von so einer Kartoffel der Größe ungefähr also so 125 Gramm, wenn man es schaffen würde, all die Atomkerne darin zu fusionieren, also zusammenzubringen, dann hätten wir so viel Energie freigesetzt, dass man Deutschland damit für ein ganzes Jahr versorgen könnte. So viel Energie wird da frei. Warum erzähle ich das? Das erzähle ich deswegen, weil ich mag diesen philosophischen Gedanken, dass unsere ganze Welt aus Teilchen besteht, die in irgendeiner Form gebunden sind. Und die meisten dieser Bindungen sind nicht freiwillig, aber sie bringen Stabilität und sie erfüllen einen Zweck, einen göttlichen Zweck, den Gott eingerichtet hat. Und wenn man ganz, ganz, ganz viele Atome zusammensetzt, dann kommt dieses wunderschöne Gesicht dabei heraus. Wir alle sind daraus aufgebaut. Und genauso ist auch das Reich Gottes aufgebaut. Gott möchte, dass wir stark miteinander verbunden sind. Und ich habe so das Gefühl, dass die Tendenz im Christentum eher zu so einem Einzelkämpfer geht. Nur der Herr und ich. Jesus langt, Jesus lebt in mir, dann bin ich versorgt. Amen dazu. Und gleichzeitig ist das zugrunde liegende Prinzip des Reiches Gottes, dass wir stark miteinander verbunden sein sollen. Und jetzt ist die Frage erstens mal, wie sollen wir verbunden sein? Also soll ich von meinem Nächsten finanziell abhängig sein oder emotional abhängig sein? Oder ist es überhaupt eine Abhängigkeit? Also wie sieht diese Bindung aus? Wie stellt Gott sich die vor? Weil also wir sollen jetzt nicht irgendwie Kernfusion betreiben hier in der Kirche. Also wie sieht die Bindung aus? Und zweitens, was ist denn die Bestimmung oder was ist denn der göttliche Sinn hinter dieser Sorte der Connection? Und jetzt kommen wir nämlich auf das Thema Liebe zurück. Wir schauen mal in Kolosser Kapitel 2, Verse 1 bis 3. Kolosser Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Und dort schreibt Paulus an die Gläubigen und er sagt, oh, ich kämpfe so hart, ich ringe so sehr, Vers 1 und dann Vers 2. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Im Englischen heißt es being knit together, also zusammengeknotet seid. Oder die Elberfelder sagt auch, dass ihr mit dem Band der Liebe verbunden seid. Also es geht um eine Bindung, dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Und darum kämpft er so sehr. Und wir müssen mal kurz überlegen, wir reden hier von Paulus. Paulus ist der, der im Gefängnis saß, der Schiffbruch erlitten hat, der wurde von Schlangen gebissen, der wurde gefoltert. Und das sind nicht die Kämpfe, die er als heftig beschreibt. Aber er sagt, wenn es darum geht, in Liebe zusammenzuhalten, dann kämpfe ich so hart. Ich kämpfe so hart, ich lege so viel daran. Das ist so ein wichtiger Kampf. Es ist wirklich, das ist das Fundament. Und er sagt, dieser Kampf um die Liebe und den Zusammenhalt, das ist so wichtig. Warum? Warum investiert er da so viel rein? Weil wie auch Atome sind wir in der Regel nicht begeistert von diesen Bindungen. Wir denken, ach,
mein Nächster, der redet zu viel, der redet zu wenig, der ist anstrengend, der hat so ein dummes Zeitmanagement, der ist mir zu einfach, der ist mir zu kompliziert. Wir sind alle besser dran, wenn wir das einfach lassen, dann ist es schön einfach und ich pick mir die Rosinen raus. Und trotzdem scheint es einen Mehrwert zu haben und trotzdem hat Gott eine göttliche Bestimmung in diese Sorte von Bindung gelegt. Und erklärt weiterhin, also er sagte, er will, dass wir in Liebe zusammenhalten, dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis des Geheimnisses Gottes, nämlich Christus selbst ist dieses Geheimnis. Okay, das müssen wir noch mal uns kurz anschauen. Also wir sind mit dem Band der Liebe verbunden, okay? Darum kämpfen wir, das ist ein harter Kampf, den wollen wir ernst nehmen. Wir setzen alles daran, in dieser göttlichen Liebe verbunden zu sein. Und in dieser Bindung, in dieser Liebe, die hier quasi herrscht zwischen mir und meinem Nächsten, in dem Moment, wo ich eine Bindung mit meinem Nächsten eingehe, habe ich das Phänomen, dass in unserer Liebe sich Jesus selber offenbart. Christus ist in uns. Das ist super spannend, mal zu schauen, wie oft die Bibel sagt, dass Christus in uns ist. Er ist in uns, er ist genau in der Mitte zu treffen. In genau dieser Beziehung ist er zu finden. Und das ist so spannend, weil dabei bleibt es nicht nur, obwohl das schon die Herrlichkeit in Person ist, die sich dort offenbart, aber dann heißt es, Christus selbst ist dieses Geheimnis und durch ihn erlangen wir die Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Die sind nämlich in Christus verborgen. Das heißt, wenn wir in Liebe verbunden sind zwischen uns, dann offenbart sich Christus, wir sehen Christus und in ihm die Schätze, die verborgen sind. Also hier mal angedeutet durch dieses Herz mit den Diamanten drin und dieser Schatztruhe da drin. Das heißt, wir haben Zugang zu den Schätzen in Christus, wenn wir in Liebe verbunden sind. Und das ist enorm wichtig für uns zu wissen. Interessant auch, dass wir das eigentlich sehr oft zitieren. Wir singen immer, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Also wieder in dieser Mitte, in dieser Bindung ist Jesus zu finden. Da zeigt er sich. Oder Jesus sagt auch, anhand der Liebe untereinander wird die Welt mich erkennen. Da geht es nicht in erster Linie um Selbstliebe, da geht es um die Liebe zum Nächsten. Und in dieser Mitte wird die Welt wieder Christus erkennen. Und das ist ein lautes Zeugnis für die Welt. Und genauso auch in 1. Johannes 4, noch ein letztes Beispiel, da heißt es, ihn selbst, da geht es um Gott, ich fasse es jetzt aus Zeitgründen ein bisschen kurz, aber es ging um Gott davor. Und das heißt, ihn, also Gott, hat niemand je gesehen. Okay. Und jetzt kommt plötzlich ein scheinbarer Gedankensprung. Er führt fort und sagt, doch, wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert oder sie ist vollkommen geworden. Also niemand hat Gott je gesehen. Aber dann, wenn wir einander lieben, dann lebt er in uns und seine Liebe ist vollkommen geworden. Ich finde es so spannend, dass er erst davon redet, dass man Gott nicht sieht und dann plötzlich von der Liebe untereinander, weil Jesus es sich zur Aufgabe gemacht hat, in Gemeinschaft sich zu offenbaren. Und deswegen lass uns darum kämpfen. Lass uns genau dem nachstreben. Und wenn der Kampf hart ist, wir wissen, wir sind berufen dazu. Es liegt ein Sinn dahinter, verbunden zu sein in Liebe mit Gott. So, ein praktisches Beispiel noch angeschoben. Jetzt wollen wir das ja auch irgendwie praktizieren. Und ganz ehrlich, das ist nicht immer aus meiner Sicht möglich. Ich hatte einen Fall in meinem Leben, das habe ich zwar christlich verpackt und dachte über die Person, unsere Berufung passt halt nicht und es ist halt schwierig miteinander und man muss ja jetzt nicht so eng und du machst dein Ding, die Gemeinde ist groß, ich mache mein Ding. Und Aber das Interessante ist, ich wusste, so Gott erwartet von mir, die Bibel spricht davon, wir sind es einander schuldig, uns zu lieben. Und ich wusste, ich bin mit der Person ausgekommen, aber ich hatte sie nicht lieb. Und dann habe ich so drum gekämpft, weil es gibt wirklich nur eine Handvoll Leute, die mich komplett auf die Palme bringen. Und diese eine Person hat es geschafft. Ich dachte echt, wir sind durch. Also alte schöne Christliche ausgepackt, dachte ich mir, hey, sorry, wir sind so verschieden. Ich finde es so anstrengend mit dir. Ich sünde weniger, wenn wir einfach einen großen Bogen umeinander machen. Dann ist die Versuchung nicht so groß. Und dann dachte ich, nein, ich kämpfe da drum. Ich habe gebetet, ja, ich brauche eine Liebe, ich krieg's nicht hin, ich versuche so oft, ich sage nette Sachen und nichts kommt zurück. Ich investiere, ich habe mit Freunden gesprochen, ich habe wirklich gekämpft und gekämpft und gekämpft. Und irgendwann hat Gott gesagt,
such das Gespräch mit der Person und vorher will ich, dass du in den Supermarkt gehst oder in irgendeinen Laden oder so. Und ich dachte, okay, dann wenn das die himmlische Strategie ist, ich bin desperate, also ich bin verzweifelt, ich brauche Gottes Hilfe, wenn ich in seinem Wort wandeln möchte. Also ab in diesen Laden und dann hatte ich das Gefühl, wie Gott sagt, kauf das ein, schenk das dieser Person, wenn du sie triffst. Und ich dachte mir, boah, nee, nicht dein Ernst, was soll das bringen? Ich mag sie nicht, jetzt investiere ich noch und bla. Also ich bin da gehorsam mit diesem Geschenk zur Kasse gestiefelt und dachte, Herr, ich tue das alles nur für dich. Ich hoffe, du siehst es und bist völlig im Selbstmitleid. Habe das auf die Kasse gelegt und dachte, jetzt passiert was Besonderes. Es passierte nichts und nichts, das Gespräch rückte näher. Aber dann, als ich an der Kasse dran war und in dem Moment, als ich die EC-Karte durch diesen Slot gezogen hatte, damals war das noch mit diesem, wo man so durchzieht, in dem Moment kam so eine Welle von Liebe für diese Person. Also ich hätte fast angefangen zu weinen. Ich stand da an dieser Kasse, ich dachte, Gott, diese Person ist so wertvoll. Und wenn sie die Einzige auf dem Planeten wäre, du würdest für sie zurückkommen. Und egal, ob sie dieses Geschenk mögen wird oder es mir ins Gesicht werfen wird, ich liebe sie so sehr, Herr, ich liebe sie so sehr. Und wisst ihr, wir sind danach nie beste Freunde geworden oder haben viel Zeit miteinander verbracht. Aber ich kann sagen, wir haben viel miteinander gedient. Und ich konnte mich verlassen, ich war sehr inspiriert und ich habe durch diese Person die Liebe Gottes auf eine so mächtige Art und Weise gespürt. Und ich kann sagen, auch wenn es jetzt nicht die klassische beste Freunde-Beziehung war, war es eine heilige und eine reine Liebe. Mit wahr meine ich es schon lange her, wir haben es schon lange nicht mehr gesehen, aber ich bin so gesegnet dadurch. Und wenn es die Zeit erlaubt, dann mache ich noch schnell ein zweites Beispiel, weil ich glaube, wir kämpfen so oft wirklich in der Umsetzung damit. Wir wollen, wir sind bemüht darum. Aber ihr seht, wir sind irgendwie an so einem Punkt, wo wir es nicht schaffen. Aber ich habe gekämpft, ich habe die Liebe von Gott bekommen und dann habe ich Christus da drin entdeckt. Und wie gesagt, Gott hat uns zusammen in den Dienst gestellt für viele wichtige Angelegenheiten. Und wir sind da wirklich stark gelaufen und das war so wichtig für beide. Und das Gleiche hatte ich auch, als ich in diese Gemeinde kam, vor einigen Jahren. Ich wurde in einen Familienkreis gesetzt, so heißen hier die Hauskreise bei uns. Und da trifft man sich unter der Woche in Gemeinschaft. Und ich wurde dazu geteilt einem reinen Frauenhauskreis. Und ich dachte schon, oh Leute, really, echt? Ich kam nämlich aus einem reinen Männerumfeld und ich habe mich da pudelwohl gefühlt. Ich habe aus dem Physikstudium und habe hobbymäßig sehr viel mit Technik gemacht. Und da war die Kommunikation immer so herrlich einfach. Es war so schön direkt, es war für mich so unkompliziert, es war emotional für mich nicht anstrengend und ich hatte da gute platonische Freundschaften, aber auch wirklich gottgegebene Freundschaften, denke ich. Und dachte, und jetzt in so einem reinen Frauenhauskreis, das ist halt für mich dann schon der Kulturschock gewesen erstmal. Und dachte, okay, ich bin offen, aber ich war dort und ich fand es so anstrengend. Ich habe so gekämpft. Also mir war die eine Person, die hat zu viel geredet, die zu wenig, die hat zu viel geweint aus Freude, die andere zu viel aus Trauer, hier, dort, hier, bla, bla, bla. Ich war komplett überfordert, ich hatte kaum Zugang. Ich fand es auch wirklich emotional anstrengend, dass ich immer dachte, oh Leute, ich will hier einfach nicht sein. Ich sehe den Grund nicht und es ist anstrengend. Und ich habe wirklich sehr lange, bin ich treu gegangen, weil ich dachte, ich kämpfe da drum. Ich bleibe dran. Und dann kam irgendwann so ein Punkt, wo ich wusste noch einmal, relativ am Anfang eines solchen Treffens, dachte ich, ich freue mich einfach, wenn ich zu Hause bin. Ich sitze es durch, ich mache das für den Herrn. Und ich habe es wirklich so geduldig abgewartet, wusste, ich mache das, weil Gott Gemeinschaft möchte. Bin nach Hause und war so erschöpft, dass ich dachte, Gott, ich kann nicht mehr. Und setzte mich wirklich danach abends nur noch aufs Sofa. War froh oder quasi wie erleichtert, dass es rum war, weil es für mich einfach emotional wirklich stressig war. Und plötzlich, ich saß dort auf diesem Sofa direkt danach und habe gemerkt, ich vermisse diese Leute. Und das war der Moment, wo ich wusste, Gott hat das belohnt und er hat mir in dem Moment eine übernatürliche Liebe für diesen Hauskreis geschenkt. Ich bin jetzt seit, glaube ich, 4 Jahren Teil dieses Hauskreises und wirklich, die Mädels dort können das bezeugen, es ist mein Highlight der Woche. Ich habe auch ehrenwerte Aufgaben hier in der Gemeinde, aber mein absolutes Highlight wirklich ist dieser Dienstagabend mit diesen Frauen Gottes, die plötzlich überhaupt gar nicht mehr zu viel oder zu wenig reden, zu viel oder zu wenig lachen. Ich habe die besten Leiter und ich habe Christus da drin erkannt. Die Art, wie sie anders leben und die Art, wie sie mit Dingen umgehen, die Art, wie sie Christus sehen und vor allem, meine Güte, ihre Offenbarung von Gnade, die habe ich so bitter nötig. Und die Art, wie sie beten, habe ich so bitter nötig. Ich habe so einen neuen Zugang zu Christus, den hätte ich nie gefunden, einfach nur in meinem Ich, meiner, mir, mich.
mich Christentum zu Hause. Und deswegen ermutige ich dich, kämpf drum. Erwarte, dass Gott dich versorgt in der Liebe und erwarte, dass du Christus wirklich findest in diesen Bindungen. Auch wenn wir sie vielleicht nicht freiwillig eingehen können, Jesus hat für Bindungen hart und teuer bezahlt am Kreuz und sein Blut kann verbinden, was zusammengehört. Und was Gott mal zusammengebracht hat, kann der Mensch eh nicht mehr trennen. Amen. Ich hoffe, es hat euch ermutigt. Gemeinde und auch Gemeinschaft im Heiligen Geist ist ein sehr gutes Konzept und dafür bete ich noch. Jesus, ich danke dir, du bist die Liebe in Person und an unserer Liebe zueinander wird die Welt erkennen, wer du bist. Herr, wir sind es einander schuldig zu lieben und darum bitte ich dich, Herr, dass du uns hilfst, in dieser Schuld aufzukommen, dass du uns ausfüllst, dass deine Liebe ausgegossen ist in unser Herz, dass du uns als CBG, aber auch als Leib Christi in Deutschland stärkst, Herr, in Liebe zusammenwebst, diese feste göttliche Bindung, Gott, dass man dich findet in der Art, wie wir einander lieben, wie wir einander dienen. Gott, ich bitte dich um eine neue Offenbarung. Du hast gesagt, du lässt dich finden im Uns, Herr, im Zwischenmenschlichen. Und wir erwarten dich dort. Herr, wir wollen mit offenen Augen durch diese Woche gehen. Ich spreche aus über unsere Gemeinde Vergebung. Herr, ich spreche aus göttliche Freundschaft. Herr, ich spreche aus eine göttliche Liebe ausgegossen in unser Herz. Ich segne die Hauskreise von jedem, der das hört. Ich segne die Gemeinde von jedem, der das hört. Ich segne die Gemeinschaft im Heiligen Geist, Herr, ich segne jede Zusammenkunft, Herr. Wir wollen sie nicht missen. Wir wollen dich ehren und ich danke dir, dass du dich offenbaren wirst. Herr, wir freuen uns auf all die Schätze, die du vorbereitet hast in den Beziehungen, wo wir es nie erwartet hätten. Wir freuen uns auf deine Größe und deinen Reichtum und wir lieben dich, Jesus. Amen. Sei gesegnet.